Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Mittag. Ich brauche einen Friseur. Ich brauche eine Schere. Wie geht's dir heute? Tag 14, Challenge, raus aus Mangel und Orientierungslosigkeit. Gestern haben wir darüber gesprochen, über den Unterschied zwischen reagieren und agieren. Und ich glaube, da ist ganz deutlich geworden, wenn du dir den Beitrag noch nicht angeguckt hast, dann nochmal angucken. Oder es macht überhaupt Sinn, sich das mehrfach anzugucken, damit es hier auch in unser Gehirn reingeht. Aber ich glaube, da ist ziemlich deutlich geworden, wie sehr wir doch den ganzen Tag am reagieren sind und wie wenig wir agieren. Wie wenig wir wirklich agieren. Vielleicht magst du dir das auch mal zur Aufgabe machen, dich mal selbst dazu beobachten, wie oft du tagsüber reagierst aufgrund irgendwelcher Programme, Dateien, Muster und Prägungen, die da du bist, bis eben noch agiert hast. Und da geht es auch bitte nicht darum, dich dafür zu be- oder verurteilen, sondern es geht darum, in die Beobachterrolle zu gehen und dir dann eben ja in dieser Beobachterrolle, aus dieser Beobachterrolle heraus dann die Entscheidung zu treffen. Es ist ja interessant, jetzt habe ich mal wieder reagiert. Das nächste Mal agiere ich. Und da gilt es natürlich auch, die Muster und Prägungen, die da ganz tief im Unterbewusstsein und im Unbewussten, schau dir den Beitrag von gestern gerne nochmal an, eben ja, zu lösen, zu wandeln, unwirksam zu machen. Diese Dateien, die da in unserem Unbewussten verankert sind. So, und heute würde ich gerne mit dir darüber sprechen, wie du deine Aufmerksamkeit richtig lenkst, so habe ich das genannt. Wir sind so sehr dazu geneigt, unsere Aufmerksamkeit ganz, ganz oft und ganz, ganz viel auf die Dinge zu richten, die in unserem Leben nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Und gerade im Moment, gerade in der jetzigen Zeitqualität, die wir insbesondere jetzt in diesen Tagen hier haben, sind wir so dazu geneigt, die Aufmerksamkeit auf die Dinge zu richten, die gerade nicht funktionieren und was da draußen alles los ist und, und. Und den Dingen schenken wir dann natürlich auch Aufmerksamkeit. So, und allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, kommt Energie und wächst. Okay? Das ist so das eine. Das andere ist, ich habe heute Morgen hier noch einen kleinen Post gemacht, um dich einfach auch zu ermutigen. Vielleicht hast du es gelesen, wenn nicht, es ging darum, dass einfach so jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um dein inneres Licht zum Leuchten zu bringen, um deine Botschaft, die du in dir trägst, die du definitiv hier mit hierher gebracht hast. Jeder von uns hat seine eigene Botschaft, seine Lebensaufgabe, seinen Seelenplan mit hierher gebracht, den wirklich auszupacken, deine Kreativität zu entfalten, deine Gaben, deine einzigartigen Gaben, die nur du auf diese Art und Weise, was dich einfach einzigartig macht, diese Gaben mit anderen zu teilen und wirklich aufzuhören, dein Licht unter den Scheffel zu stellen, sondern jetzt deine Lebensaufgabe zu verwirklichen, deinen Seelenplan wirklich mal zu entdecken, deinen Beitrag auch zur Heilung zu leisten in dem Bereich, wo du einfach einen Schritt weiter bist als andere. Und da darfst du dir einfach auch mal eingestehen. Und deshalb dieses Thema auch, ich komme da gern, werde das gleich noch ein bisschen durchleuchten, was ich damit meine, die Aufmerksamkeit richtig zu lenken. Auch du kannst gerade jetzt deinen Beitrag auf eine gewisse Art und Weise zur Heilung leisten. Ja? Also dein Leben wirklich jetzt zu beginnen, nach deinem Herzen zu gestalten. So, wie du es möchtest, wie es zu dir passt. Wenn ich hier live bin, fällt mir immer wieder ein, ich muss unbedingt mal meine Pippi-Langstrumpf-Perücke mal wieder ausgraben. So nach dem Motto, ich erschaffe mir meine Welt, so wie sie mir gefällt, und das geht definitiv auch für dich.
Okay. Nochmal zu dem Thema, wo wir unsere Aufmerksamkeit gerne immer hinlenken, nämlich auf die Dinge, die nicht so gut funktionieren. Und dann machen wir es so gerne. Und das ist so der Schnittpunkt, um den es jetzt gerade auch für dich gehen darf, dich da draußen zu zeigen, dass wir da Angst haben vor Kritik, dass wir Angst haben, angegriffen zu werden, dass wir Angst haben, bewertet zu werden. Ja, das sind so die Dinge, die da einfach in erster Linie mit einhergehen, wenn wir uns da draußen der Welt zeigen. Und ich bringe dir mal ein Beispiel so von mir selbst. Denn jeder und nicht nur mich, sondern jeden anderen, den du da draußen jetzt siehst, da draußen meine ich jetzt zum Beispiel in der Internetwelt oder egal jetzt, wo derjenige gerade für dich steht, also wo du dich auf so einen Sockel da stellst und denjenigen da über dich stellst. Jeder von uns ist an irgendeinem Punkt seines Lebens und jeder von uns möchte sich ja weiterentwickeln. Deshalb steht im Prinzip niemand hier und es steht auch niemand da. Wir stehen alle irgendwo, wir sind alle im Prinzip ja, wir kommen alle aus der gleichen Ecke und jeder von uns hat sein eigenes einzigartiges Potenzial in sich. Nur der eine ist da draußen schon sichtbar und der andere eben noch nicht. Und deshalb ist das im Prinzip jetzt keine Bewertung oder keine Abstufung. Und deshalb solltest du bitte dich auch nicht irgendwo auf einen, und das ist damit gemeint, dein Licht und deine Einzigartigkeit irgendwo unter das Licht von anderen stellen oder deinen Scheffel unter das Licht stellen, wie man so schön sagt, also dich irgendwo auf eine Stufe stellen, hierhin und andere dahin. Du bist ein gleichwertiger Mensch, wie jeder andere auch. Du darfst dir jetzt eben auch erlauben, deine Einzigartigkeit da draußen zu zeigen. Und da ist einfach das Ding, dass wir da so viele Themen in uns tragen, wo wir einfach Angst haben, wenn ich da draußen mich zeige, dann werde ich auch angegriffen, dann werde ich auch kritisiert. Und das sind auch Dinge, die mögen oder sind sicherlich auch nicht angenehm. Nur letzten Endes, genau die Menschen da draußen, die dich kritisieren, wenn du dich denn zeigst, die dich möglicherweise kritisieren, oder genau die Menschen, die dich auch jetzt vielleicht schon kritisieren, ohne dass du dich mit deiner Einzigartigkeit da draußen zeigst. Was spielt da im Unbewussten einfach sich ab? Letzten Endes will der oder diejenige, wenn wir jetzt mal aus dem vom privaten Bereich oder auch beruflichen Bereich ausgehen, der oder diejenige will sich irgendwo, die dich kritisiert, eigentlich höher stellen und will dich kleiner machen, will dir einreden, dass du etwas nicht kannst, dass du etwas nicht weißt, dass du etwas nicht bist und will sich damit größer stellen. Mach dir das bitte mal bewusst. Das sind diese Dinge, die da so unterschwellig ablaufen. Ja? Und da darfst du jedes Mal neu eine Entscheidung treffen, nämlich dir bewusst zu werden, was für eine einzigartige Persönlichkeit du bist, was für einzigartige persönlichen Gaben und Stärken und Potenzial du in dir trägst, das dein Gegenüber nicht in dir trägt. Und dann die Entscheidung damit einhergehen treffen, davon lasse ich mich nicht abhalten, geschweige denn aufhalten, ich gehe jetzt meinen Weg. Ja? Und da bringe ich dir mal ein Beispiel so aus meiner früheren Zeit, als ich 2015 und 2016 da so ins Kongressgeschehen eingestiegen bin und 2015 meinen ersten Kongress gemacht habe. Es war damals einer der ersten großen Kongresse mit 50 Sprechern. Und ich hatte da wunderbare Größen dabei, die damals überhaupt auch zum ersten Mal bei einem Kongress dabei waren, die heute selbstverständlich so bei jedem Kongress gefühlt dabei sind. Ich habe mich ja da aus diesem Kongressgeschehen dann noch mal ein bisschen zurückgezogen, bin zwar bei einigen Mal noch ausnahmsweise als Sprecherin dabei, aber wirklich nur bei wenigen. Ich habe mich da ziemlich zurückgezogen, ja? So, und so einen Kongress zu veranstalten, das ist im Hintergrund wirklich eine Hausnummer, ist wirklich einiges zu tun. Ich war komplett auf mich alleine gestellt, habe komplett mein eigenes Ding gemacht. Und erster Kongresstag, total stolz, dass ich das selbst hingekriegt habe.
Postfach füllt sich, läuft über mit Mails und dann erwartest du ja eigentlich nur freudestrahlende Dankesmails. Die meisten davon waren auch Dankesmails und total tolles Feedback. Und das erzähle ich dir einfach, um dir bewusst zu machen, wo dann wiederum unsere Aufmerksamkeit ist. Und wenn wir die dann auf diesem Punkt lassen, dann sind wir einfach dazu geneigt, uns wieder zurückzuziehen. Eine Mail war dabei, und das war mit einer der ersten Mails, die ich geöffnet hatte, wo jemand wirklich so ein gefühltes Buch mir geschrieben hat an Kritik. An Kritik an meinen Haaren, an Kritik an meiner Ausdrucksweise, an Kritik an meinem Dialekt, an Kritik an meiner Art und Weise, wie ich die Interviews geführt habe, an Kritik an dem äußeren Rahmen. Das war wohl jemand, der schon mehrere Kongresse besucht hatte. Ich hatte da so mein eigenes Ding gemacht, habe nicht mit der Technik gearbeitet, mit der alle gearbeitet hatten, weil ich diese Technik auch nicht kannte und nicht wusste, wie das funktioniert. Habe da so meine eigene Küche gemacht. Und. Also derjenige, es war ein Mann, das weiß ich noch, der muss sich wohl den ganzen Sonntagnachmittag, weil montags war Kongressstart und montags morgens hatte ich diese Mail dann im Postfach. Der muss sich wohl den ganzen Sonntag damit beschäftigt haben, was ich da alles falsch gemacht habe und Stunden mit mir da verbracht haben. Ja? So, ich habe natürlich da gehockt und habe schon ein paar Krokodilstränen geheult und habe da schon ein bisschen dran zu kappern gehabt. Aber hätte ich mich davon aufhalten lassen, nur weil eine einzige oder ein paar mehrere Personen da an mir Kritik geübt haben, wie meine Haare sind, wie die Haare nett sind und keine Ahnung, was auch immer, was ich trage, was ich nicht trage, egal, völlig wurscht. Dann wäre ich heute noch in diesem alten Leben, von dem ich raus wollte. Das ist das Erste. Und was ist da geschehen? Und deshalb erzähle ich dir das. Diese gefühlten 50, 60 Mails, die im Postfach waren, wo sich Menschen bei mir bedankt hatten, dass ich überhaupt diesen Kongress veranstalte und, für die ich wirklich ein Mehrwert war, da war meine ganze Aufmerksamkeit nicht wirklich, sondern mein Kopf hat sich nur mit dem einen oder den wenigen Mails beschäftigt, die Kritik an mir geübt haben. Und so sind wir einfach konditioniert. Wir sind so dazu konditioniert, die Aufmerksamkeit auf die Dinge zu richten, die nicht funktionieren, wo andere uns kritisieren, wo wir sofort denken, ich bin falsch. Und das sind so die Dinge, die aus der Schule noch raus an Prägungen in uns sind. Weil erstes Diktat in der Schule zum Beispiel, haben wir abgegeben, 20 Wörter, waren total stolz, haben darauf gewartet, als wir das Diktat dann zurückbekommen haben von der Lehrerin, waren drauf ausgerichtet, voller Lob jetzt zu sein, zu bekommen, also ganz viel Lob zu bekommen. Und was war? Was war letzten Endes? Ein Fehler oder drei Fehler. Rote Letter stand da, drei Fehler, Ausrufezeichen und dick anmarkiert. Und nirgendwo stand, hey, meine Liebe, du hast 17 Wörter richtig geschrieben, wie genial ist das? Drei hast du falsch geschrieben, schreibst das nächste Mal halt richtig. Ja? Wir wissen das eigentlich, Fehler sind dazu gemacht zu werden und daraus zu lernen. Aber wir sind so durch unser System geprägt, dass Fehler was ganz, ganz Schlimmes sind. Und deshalb gelingt es uns dann im späteren Verlauf, diese Art von Kritik nicht so anzusehen, dass wir es als Verbesserung sehen, wo wir uns noch verbessern können, wo wir was besser machen können, sondern wir sehen das als was ganz Schlimmes an und ziehen uns dann in unser Schneckenhaus zurück. Dass es hundertfach in unserem Schulsystem uns einfach geschehen. Und das ist jetzt keine Ankreide ans Schulsystem oder ans Lehrersystem oder Benotungssystem oder was auch immer. Es ist einfach nur eine Feststellung. Und deshalb teile ich das mit dir hier, um dir bewusst zu machen, wie wir da geprägt sind. Und das zieht sich dann bis jetzt durch, wo wir einfach die Aufmerksamkeit im Leben auf die Dinge richten, die einfach totaler, ich nenne es jetzt mal sanft, Mist sind in unserem Leben, die wir nicht so haben wollen, wie wir es gerne hätten und was wir alles nicht hingekriegt haben bislang. Und diese Dinge,
Die bekommen dann Aufmerksamkeit, unsere Aufmerksamkeit und können wachsen und werden noch größer. Und sobald du dir jetzt mal erlaubst, die Aufmerksamkeit auf das zu richten, und zwar nicht nur rückblickend auf dein bisheriges Leben, sondern Tag für Tag mal darauf zu richten, was du heute auch rückblickend, bitte mach das heute Abend, auch bevor du zu Bett gehst, blick mal zurück auf den heutigen Tag, auf die kleinen Dinge, die du heute wunderbar gemacht hast, die du heute wunderbar gemeistert hast. Sei es, dass du heute vielleicht mal geschafft hast, wenn wir das aktuelle Thema jetzt nehmen, was da draußen durch die Medien geht, dass du es heute mal geschafft hast, keine Nachrichten zu gucken oder dich zumindest nicht anstecken zu lassen von Panik, was auch immer. Sei es, dass du es heute geschafft hast, dir 15 Minuten mal Auszeit für dich zu nehmen, dich in die Sonne zu hocken, schön warm eingepackt, je nachdem, wo du dich gerade befindest, einen leckeren Tee in deiner Hand zu haben und einfach nur 15 Minuten mit dir selbst zu sein oder was auch immer. Beginne mal die Aufmerksamkeit bitte immer wieder darauf zu richten, auf dich selbst, auf deine Einzigartigkeit. Weil was geschieht dann? Dann bekommst du Energie. Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und sobald du die Aufmerksamkeit auf deine wunderbare, einzigartige Persönlichkeit richtest, bekommst du Aufmerksamkeit und kannst du wachsen. Und kannst du dich entfalten. Und schau mal, wie viele Herausforderungen wir jetzt da draußen haben. Nenn es auch gerne Probleme. Ich nenne es lieber Herausforderungen. Die Welt braucht gerade jetzt am allerdringendsten Lösungen von Herausforderungen, Problemlösungen. Und du, wenn du mal ganz ehrlich zu dir selbst bist und dein ganzes Bewertungs- und Verurteilungssystem mal für eine Minute außer Kraft setzt, dass da in dir ist über dich selbst, was du alles nicht kannst, sondern mal wirklich die Aufmerksamkeit auf die Dinge richtest, die du wirklich richtig gut kannst und wo du einen Schritt weiter bist als viele da draußen, denen du eine Problemlöserin sein könntest, wenn du dich denn zeigen würdest, jetzt, in diesem Moment, ab sofort, da draußen, wie könntest du ein wunderbarer Beitrag für viele Menschen da draußen sein? Und deshalb heute meine Aufgabe an dich. Beginne die Aufmerksamkeit mal wirklich auf dich, auf deine Einzigartigkeit zu richten, auf das, was dich einzigartig macht und wo du gut drin bist. Rückblickend auf dein bisheriges Leben, aber auch bitte fühl dich eingeladen, ab heute jeden Abend, wenn du zu Bett gehst, die Aufmerksamkeit auf die Dinge zu richten, die gerade heute für dich wunderbar waren, die du heute richtig gut hingekriegt hast. So schenkst du dir automatisch Tag für Tag immer mehr Aufmerksamkeit und kannst wachsen. Und immer wenn du tagsüber in der Versuchung bist zu denken, dich selbst zu verurteilen auch. Und das geschieht auch ohne du es aussprichst. Sobald du es merkst, beobachte deine Gedanken dahin. Mach sofort Gedankenstopp. Sorry, war jetzt mal gerade wieder falsch mit meiner Aufmerksamkeit oder falsch oder meine Aufmerksamkeit ist mal gerade wieder irgendwo hingelenkt worden. Falsch ist das richtige Wort. Es gibt eigentlich kein richtig und kein falsch. Es gibt nur dieses oder jenes, also es darf auch einen sowohl als auch geben. Aber sobald du das merkst, dass du wieder im Drama bist, so nenne ich es auch gerne, mach sofort Gedankenwechsel und such dir ein paar Dinge aus, die du wunderbar gemeistert hast. Und richte da ab sofort deine Aufmerksamkeit hin, damit du dir selbst so die Energie schenkst und du wachsen kannst in deiner Einzigartigkeit. Die Welt braucht dich jetzt da draußen noch viel, viel mehr, als das ja vor einem halben Jahr der Fall war. Deshalb erlaube dir, trau dich, wirklich deinen Seelenplan jetzt zu entdecken, deine Lebensaufgabe jetzt zu erfüllen, dich jetzt genau da draußen zu zeigen. Und das nenne ich ja gerne auch im weiteren Schritt, deinen Seelenberuf daraus zu kreieren und deinen Beitrag da draußen jetzt zu leisten, zu zeigen, den du eigentlich schon so gerne
machen möchtest, weil du eigentlich schon so lange in dir spürst, das, was ich bislang beruflich mache, ist nicht mehr das, was meinem Herzen wirklich entspricht. Du kannst das, du schaffst das auch, du bist eigentlich mal hier angetreten, um das zu tun, es sind nur bislang Schleier über dir. Lüfte sie, trau dich. Trau dich in diese Richtung, dich jetzt zu orientieren. Okay? Meine Botschaft für heute. Hallo liebe Ann-Christine, hallo liebe Monika, hallo lieber Eckhard, hallo liebe Sandra. Sandra schreibt heftig, oh je, ja. Bitte gegebenenfalls auch nochmal anschauen hier und wirklich mit dem Herzen auch hinlauschen, aufnehmen und ab sofort in eine andere Richtung gehen. Bis eben war es noch so und jetzt geht es in eine andere Richtung. Okay? Hallo lieber Uwe, schön dich auch zu sehen. Okay, meine Liebe, kleine Aufgabe für heute. Du weißt, was zu tun ist. Hab Freude und Leichtigkeit und Spaß dabei. Es geht nicht darum, ins Drama zu gehen und dich weiter zu be- und verurteilen. Es geht jetzt ab sofort darum, deine Einzigartigkeit, die Aufmerksamkeit zu schenken, damit du wachsen kannst, damit du jetzt endlich zu der Persönlichkeit wirst, die du eigentlich bist, die es jetzt einfach gilt, auch im Außen zu entfalten. Okay? Ganz liebe Umarmung, hab Freude und Leichtigkeit dabei und sobald du merkst, oder denkst, jetzt geht's nicht, wie kann es jetzt gehen? Stell immer Fragen, ganz, ganz wichtig, weil jedes Mal, wenn du eine Feststellung machst, eine Schlussfolgerung stellst, dann geht's nicht. Stell immer Fragen, bleib in der Frage, wie kann es jetzt funktionieren? Okay? Bis dahin. Tschüss!